Eines der größten Wünsche aller Menschen ist es, dass sie ihren Seelenpartner kennenlernen und dass sie auch erkennen, dass er es ist. Also das ist nämlich gar nicht so einfach und ich habe so viele Gespräche schon, Telefonate geführt, wo es um dieses Thema ging. Und heute möchte ich dir 5 Punkte vorstellen, wie du sicher sein kannst, dass du deinen Seelenpartner getroffen hast. Also bleib dran, es wird sehr, sehr spannend werden. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für Webinare im spirituellen Bereich im deutschsprachigen Raum. Und wenn du immer gerne die neuesten Nachrichten von mir erhalten möchtest, dann darfst du meinen Kanal abonnieren. Und ich danke dir jetzt schon sehr dafür. Ja, und heute geht's um die Seelenpartner. Ich erzähle dir 5 Punkte, woran du ganz genau erkennst, dass es dein Seelenpartner ist. Und der Hintergrund, ich weiß, der ist ein bisschen kitschig, so ein bisschen rote Herzen und so. Aber was soll ich denn sagen? Es geht um Liebe und ich habe gedacht, ich bin einfach mal so mutig und nehme das jetzt als Hintergrund. Es wird schon euch erfreuen, hoffentlich. Ja. Ich erzähle euch erstmal eine Geschichte aus meinem Leben. Und zwar hatte ich ein Erlebnis, das ist jetzt schon sehr lange her, mit einem Mann. Den habe ich also kennengelernt über seine energetische Ausstrahlung. Und zwar war der mehr als 1 Meter von mir entfernt und ich habe seine Energie sowas von stark gefühlt. Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen, niemals in meinem Leben, in diesem Leben. Und dann habe ich ihn angeguckt und ich habe gedacht, oh wow. Und dann haben wir zusammen gesprochen und waren zusammen. Diese Energie könnte ich so beschreiben. Du kennst doch vielleicht eine Heilsitzung, wenn jemand die Hand auflegt und da Heilenergie übertragen wird. So eine Energie plus 1000-mal stärker war das, die ich da gespürt hatte. Und das hatte ich vorher noch nie erlebt. Und das war ein Anzeichen, dass wir zusammen gehören, dass da was ist, was uns verbindet. Wir waren nicht lange dann zusammen. Wir waren also eine Zeit lang zusammen und es hat sich dann erledigt gehabt, weil wir unsere Aufgabe praktisch erfüllt haben und dann ist jeder seine eigenen Wege gegangen. Das ist auch völlig in Ordnung. Also es heißt jetzt nicht unbedingt, dass du mit deinem Seelenpartner ein ganzes Leben verbringen musst. Du kannst es, du musst es nicht, je nachdem, wie die Aufgabe für dieses Leben ist. Das solltet ihr wissen. Und also bei mir war das relativ kurz. Aber dennoch hat es uns beiden sehr viel gegeben. Und es ist ja auch so, dass sich die Seelenpartner versprechen, sich in jeder Inkarnation zu treffen. Überlegt mal, man trifft sich wirklich jedes Mal. Und da kann man auch wieder verstehen, dass es nicht immer ein ganzes Leben sein muss, sondern dass es auch kurze Abschnitte gibt. Es gibt auch mehrere Seelenpartner oder Partnerinnen, die man haben kann. Alles ist möglich. Und ich werde dir auch gleich diese 5 Punkte erzählen, damit du für dich feststellen kannst, ist es jetzt mein Seelenpartner, meine Seelenpartnerin, trifft da was zu, was ich dir heute sage. Du kannst für dich vielleicht so die mitschreiben auf ein Blatt Papier und dann abhaken. Das stimmt, das noch nicht so. Wenn alles zutrifft, kannst du sicher sein und wenn du auch diese energetische Anziehung hast. Du musst aber darauf achten, diese Anziehung, die muss plötzlich kommen, die muss nicht von deiner Sehnsucht auskommen, sondern die ist plötzlich da, wenn ihr euch seht, wenn ihr euch in die Augen seht. Weil wenn man aus der Sehnsucht von seinem Herzen heraus projiziert, einen Menschen zu treffen, dann kann es sein, dass man den Seelenpartner gar nicht trifft, auch wenn man denkt, es ist einer, weil die eigene Sehnsucht so stark ist. Da muss man also unterscheiden und das ist gar nicht so einfach. Deswegen diese 5 Punkte, die ich dir jetzt auch gleich erzählen werde.
Was wir auch noch machen werden, am Ende vom Video werden wir zusammen eine ganz tiefgehende Meditation machen, wo du durch deine Resonanz, durch dein Resonanzfeld deinen Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin anziehen wirst. Und das wird uns helfen oder denjenigen helfen, die noch kein Treffen hatten. Das wird euch in die Lage bringen, dass ihr versteht, okay, jetzt werde ich ihn treffen. Manchmal ist die Energie auch nicht so stark wie bei mir. Das kommt jetzt auch darauf an, wie sehr man spirituell entwickelt ist. Spürt man es mehr oder weniger stark? Das muss ich euch noch dazu sagen. Was ganz, ganz sicher ist, ihr werdet es in eurem Herzen wissen. Ihr werdet sowas von sicher sein. Ihr werdet es wissen. Und dann darf es euch beglücken, diese Partnerschaft. Es gibt auch Seelenpartner oder Twin Flames, die sagen, na ja, im nächsten Leben treffen wir uns mal nicht. Also das ist ein Versprechen, was man sich gibt. Normalerweise ist es so, dass man sich trifft, aber manchmal sagt man auch, okay, wir brauchen mehr Freiraum, wir möchten jetzt mal ganz viele andere Partner kennenlernen oder andere Menschen kennenlernen. Also dieses ganz viele ist jetzt nicht so gemeint, wie es sich vielleicht anhört, einfach wir möchten jetzt mal andere Wege gehen, um dann im übernächsten Leben uns austauschen zu können darüber, um in seiner Seele daran zu wachsen. Das kann auch sein. Diese 5 Punkte. Der erste Punkt ist einfach, du wirst feststellen, wenn ein Mensch immer für dich da ist, egal in welcher Situation, ob es dir gut geht oder ob es dir schlecht geht, dieser Mensch ist bei dir, der hält zu dir, der unterstützt dich, der ist da, der tröstet dich, der nimmt dich in den Arm, der zeigt dir seine Liebe. Das ist der erste Punkt, wo du genau erkennen kannst, das ist mein Seelenpartner. Der zweite Punkt ist, dass du das Gefühl hast und dass du auch ganz sicher bist und weißt, diese Person wird dich niemals aufgeben. Sie wird immer bei dir sein. Auch wenn das mal ganz, ganz schlecht geht, wird diese Person bei dir sein. Sie wird immer zu dir stehen. Also nicht nur in guten Tagen, wie es so schön heißt, sondern auch in schlechten Tagen, aber tatsächlich in ganz schlechten Tagen auch. Sie wird dich auf Händen halten und dich immer lieben, immer das größte Verständnis haben. Daran erkennst du an diesem zweiten Punkt, das kann nur ein Seelenpartner, der so intensiv bei dir ist. Und der dritte Punkt wäre, diese Person stellt deine Bedürfnisse immer an die erste Stelle. Diese Person tut alles für dich, dass du dich wohlfühlst. Sie macht Überraschungen für dich, sie führt dich aus, sie bringt dir schöne Erlebnisse, ihr geht zusammen spazieren, ihr erzählt und immer guckt diese Person, dass es dir gut dabei geht. Sie weiß genau, was du brauchst. Diese Person, du brauchst gar nicht deine Wünsche auszusprechen. Diese Person, die weiß das. Sie blickt in deine Augen und ihr blickt euch an und die andere Person weiß genau, was du jetzt brauchst und du aber auch. Ihr habt ja die gleiche Verbindung. Du weißt das auch und ihr kommuniziert über die Augen. Ihr braucht gar nicht so viel zu sprechen. Das ist ein wunderschönes Erlebnis, wenn man sich so tief und innig versteht. Der vierte Punkt. Diese Person wird niemals aufhören, dich glücklich zu machen. Diese Person wird alles versuchen, dass du glücklich bist in deinem Leben. Und wenn du mal traurig bist oder irgendwas passiert ist, was nicht schön ist, dann wird sie dich in die Arme nehmen, dich trösten und wieder etwas tun, damit dir es gut geht. Dir vielleicht einen Tee machen, dich vielleicht einfach mal im Wald ausführen, spazieren gehen oder eine Massage oder ihr hört zusammen Musik oder also all die schönen Dinge. Also diese Person wird niemals aufhören, dich glücklich machen zu wollen. Und du aber auch. Das ist immer gegenseitig.
Und du erkennst wirklich das daran, wie dein Partner zu dir ist, ob er immer versucht, dir schöne Stunden zu bescheren und ob ihr auch zusammen überlegt, was könnten wir für schöne Dinge tun, damit auch eure Beziehung hält und ihr glücklich darin seid. Der fünfte Punkt ist, dass dieser Mensch oder ja, dass dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin dich einfach so akzeptiert, wie du bist. Egal, ob du dich selbst hässlich oder schön findest, ganz prekär ausgedrückt, völlig egal, diese Person liebt dich und liebt alles an dir. Alles, du bist vollkommen akzeptiert und du kannst die verrücktesten Dinge machen. Dein Seelenpartner, deine Seelenpartnerin ist immer an deiner Seite und versteht dich. Das ist unbeschreiblich. Also du bist sowas von gewertschätzt in deiner Person, wie du es sonst im Leben mit deinen Freunden oder in der Familie nicht erleben wirst. Das ist etwas ganz Besonderes. Und das schweißt zusammen. Wenn du diese fünf Punkte für dich jetzt alle mit Ja, 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 Ja angehakt hast, kannst du sicher sein, das ist mein Seelenpartner oder meine Seelenpartnerin. Und natürlich waren das jetzt fünf schöne Punkte. Natürlich gibt es innerhalb dieser Punkte Situationen, wo ihr auch aneinander geraten könnt. Aber dann würdet ihr auf dieser Ebene der fünf Punkte miteinander umgehen. Versteht ihr, was ich meine? Man wird jetzt nicht ewig streiten, man wird jetzt nicht verrückt und auf den anderen schimpfen oder so. Nein, es gibt diese Seelenebene, wo ihr wisst, wir dürfen diese Probleme, die sich ergeben haben, abarbeiten, um dann wieder glücklich sein zu können. Und ihr löst ein Problem nach dem anderen. Das geht mit dem Seelenpartner, Seelenpartnerin einfacher als mit einem anderen Menschen. Aber seid jetzt nicht so streng mit der Bewertung. Es reicht auch, wenn jetzt von diesen fünf Punkten überall nur eine Sache davon ungefähr eintrifft. Das ist auch schon ein Anzeichen, dass der Seelenpartner da ist. Und auch wenn du jetzt sagst, gut, in meiner Beziehung trifft es nicht zu, das sind nicht alle Punkte, dann geh in deine Seele, dann frage ganz, ganz leise in einem stillen Moment, liebe Seele, ist es vielleicht doch mein Seelenpartner? Ich fühle dennoch irgendwas Intensives, was ich nicht erklären kann. Und dann wird dir deine Seele die Antwort geben. Eine Seelenpartnerschaft kann sowohl anstrengend auch schön sein. Wenn sie anstrengend ist, habt ihr noch viel zu lösen. Wenn sie jetzt nur diese fünf schönen Punkte enthält, seid ihr schon weit fortgeschritten und könnt umso mehr das Leben genießen. Wenn es jetzt anstrengend ist, wisst ihr aber, je mehr wir jetzt in diesem Leben lösen, umso schöner wird es im nächsten Leben sein. Das möchte ich euch gerne mit auf den Weg geben. Das sind jetzt fünf Beispiele. Es gibt noch viel mehr Punkte, natürlich. Die könnt ihr selbst herausfinden. Und ihr dürft mir auch gerne schreiben, hier unter das Video, wie ihr das empfindet mit dem Seelenpartner, ob ihr ihn schon habt oder ob ihr ihn noch nicht kennengelernt habt. Und setzt euch aber nicht unter Druck, denn unter Druck passiert gar nichts. Da lernt man niemand kennen, also den Seelenpartner nicht so gut kennen. Dann dauert es länger. Und so manch einer hat auch schon auf Treffen unter Gleichgesinnten seinen Seelenpartner kennengelernt. Zum Beispiel haben wir ja im August das spirituelle Treffen und dort werden viele Menschen sein. Und dort hast du die Möglichkeit tatsächlich auch vielleicht deinen Seelenpartner kennenzulernen. Auf jeden Fall wirst du mich persönlich kennenlernen, weil ich dort bin und du wirst auch die Gelegenheit haben, mit mir zu sprechen. Es wird ein ganz besonderes Event werden. Und wir haben ja diesmal mit der C-Plage nichts zu tun. Es gibt überhaupt keine Einschränkungen und ich freue mich da schon so sehr darauf, ihr Lieben. Unter dem Video ist der Link, wo ihr nachlesen könnt, was da alles geschieht und gemacht wird. Ja, und jetzt gehen wir gleich in diese Meditation, wo ihr diese Ausstrahlung bekommt, den Seelenpartner anzuziehen.
Und ich freue mich schon sehr darauf. Die Energie beginnt schon, sich aufzubauen. Und ich spüre, ja, wie es sich ändert. Ich wünsche dir jetzt gleich ganz viel Freude dabei. Und wir gehen jetzt in die intensive Energie hinein. Ich sprühe mich nochmal ein mit der Essenz für die Seelenpartner. Die gibt es nämlich bei mir im Shop. Und es gibt auch ein Mandala dazu, wie du deinen Seelenpartner noch mehr anziehen kannst. Und das alles trägt dazu bei, dass du diese tolle Ausstrahlung hast, dass diese Ausstrahlung sich konzentriert und intensiver wird. Geliebte Menschenfamilie, geliebter Mensch, fühle dich herzlich willkommen und fühle dich eingeladen, mit uns allen zusammen in die Energie der Seelenpartner hineinzugehen. Zu diesem einen bestimmten Menschen, in diese Energie hineinzugehen, der dir ganz nahe steht. Damit du die Energien besonders stark fühlen kannst, bitte ich dich jetzt, dich auf dein Herz zu konzentrieren und dich mit deinem Herzen auszudehnen. Das Licht der Liebe einzuatmen und zu fühlen, wie sich die Energie ändert. Zu fühlen, wie du immer ruhiger wirst, vielleicht sogar auch deinen Herzschlag zu spüren. Und wenn du dir nun die Erlaubnis gibst, zuzulassen, dich fallen zu lassen, dich hinzugeben und die Kontrolle mal abgibst, dann können die Energien besonders gut für dich wirken. Und so befindest du dich nun in deinem Herzensraum. Die goldene Sonne deines Herzens hat sich ausgedehnt und sie strahlt voller Liebe in deinem Energiefeld und in deiner Aura. Du trägst den goldenen Schimmer des höheren Bewusstseins der Liebe. Und ich möchte dich nun hinführen in die Ebene, wo du all die Seelenpartner, die Twin Flames treffen kannst, die zu dir gehören. Und wenn du es erlaubst, mit einem inneren Ja, dann wird deine Seele nun in dieses Feld geführt. Es geschieht mit einem tiefen Atemzug, den du jetzt ausführst. Und so trägt dein Bewusstsein deine Seele in dieses Feld hinein. Es ist jetzt im Moment ganz still. Es ist so, dass du die Stille hörst und dass du ganz tief entspannt bist, dich einfach tragen lässt von der Liebe, von der vollkommenen, bedingungslosen Liebe, welche in diesem Feld enorme Kraft trägt.
Und so beginnst du zu schweben. Es ist so, als wenn dich deine Seele trägt und du in einem schwerelosen Raum schwebst. Du bist glücklich, ausgeglichen und es geht dir gut. Nimm dir ein wenig Zeit, um diesen Zustand zu genießen. Und nun werde dir bewusst, dass du, bevor du hier inkarniert bist, mit einer anderen Seele, mit einer Partner- oder Partnerinnenseele, etwas ausgemacht hast, werde dir dessen Versprechen bewusst. Und jetzt in diesem Moment wirst du dieses Versprechen erkennen. Du wirst sehen oder fühlen, die Situationen, die vielleicht schon waren oder die noch kommen. Du wirst spüren, wie es sein wird, wenn du auf diesen einen Menschen triffst, mit welchem du so eng verbunden bist. Ich gebe dir ein wenig Zeit, damit du deiner Liebe und deiner Vorstellungskraft Raum geben kannst. Und wenn dein Wunsch in deinem Herzen brennt, diesen einen Menschen kennenzulernen, dann lass das Bild in dir entstehen, wie ihr euch umarmt oder küsst. Lass dieses Bild entstehen und sende es hinaus in diese Bewusstseinsebene der Seelen. Denn dort haben sich bereits alle Seelen eingefunden. Und dort ist auch die eine Seele, der eine Teil von dir, der zu dir gehört. Lass die Bilder oder die Gefühle einfach kommen. Lass dich tragen. Alles geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Du bist geschützt und geliebt. Die geistigen Wesen sind bei dir. Der Wunsch, diesen einen Menschen kennenzulernen, der kommt ganz tief aus deinem Herzen. Er kommt nicht aus deinem Verstand. Er kommt aus deinem innersten Herzen heraus, wie ein Lichtstrahl der Liebe. Stell dir vor, dass dieser Lichtstrahl der Liebe nun aus deinem Herzen strahlt. Und dass du über diesen Lichtstrahl deinen Seelenpartner, deine Seelenpartnerin kennenlernen wirst. Stell es dir vor. Und mit deiner Vorstellungskraft wird diese Energie in deiner Aura abgespeichert. Dein Resonanzfeld richtet sich neu aus und du wirst
über dieses Resonanzfeld, diesen einen Menschen anziehen. Und du wirst es auch ganz genau wissen, wenn er dir gegenübersteht. Du wirst dieses Gefühl verspüren, dieses eine Gefühl, was man nicht beschreiben kann. Die Seelenengel sind bei dir. Sie singen deinen Namen und sie erkennen deine Energie, deine Liebe. Sie übergeben dir die Kugeln der Liebe, welche du trägst. Und diese Kugeln der Liebe werden es ermöglichen, diesen einen Menschen zu finden. Egal, ob er dich findet oder du ihn findest, diese Kugeln werden sich anziehen und du wirst dir auch ganz sicher sein. Und nun lass dich ganz sanft von deiner Seele wieder zurück in deine Dimension, in das Hier und Jetzt hineintragen. Dein Resonanzfeld hat sich verändert und du kannst es immer wieder erneuern, indem du diese Meditation wiederholst. Aber setze dich niemals unter Druck, sondern betrachte alles spielerisch und in Leichtigkeit. Und wenn du wieder hier bist, in deinen Räumen, bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da. Wenn du deinen Seelenpartner schon kennst, dann sende ihm jetzt ganz viel Liebe und ganz viel Dankbarkeit, dass ihr euch getroffen habt. Auch das darf sein. Hüllt ihn ein mit eurer Herzensliebe, ihr lieben Lichtmenschen, ihr seid alle so lieb. Und ich wünsche euch sehr von Herzen, dass ihr euren Seelenpartner oder Partnerin treffen werdet. So bald wie möglich. Es wird für jeden so sein, wie es passend ist. Ich danke euch sehr, dass ihr heute eure Zeit mit mir verbracht habt. Und wenn ihr weiterhin die neuesten Botschaften und so schöne Meditationen hören möchtet, dann dürft ihr mich gerne unterstützen, indem ihr meinen Kanal abonniert. Einfach hier draufklicken und schon seid ihr dabei. Herzlichen Dank, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.